Ich stehe hier auf meiner mobilen synthetischen Eisbahn von Kleis. Ab jetzt kann ich von zu Hause und überall aus Eis laufen. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Kleis und die ökologische Eisbahn von Kleis wurde mir unentgeltlich als Sponsoring zur Verfügung gestellt. Mehr davon findet ihr unten in der Infobox. Aber jetzt wird erstmal ein bisschen Eislaufen gelernt. Hallo und herzlich willkommen bei Patricia on Eis. Ich stehe hier auf meiner Kleis-Eisfläche. Und heute möchte ich mit euch den Dreierwalzer üben. Bevor ihr euch am Dreierwalzer ausprobiert, könnt ihr ja erstmal einmal das Tutorial durchgehen, den Dreier, den Auswärtsdreier zu üben, von vorwärts auf rückwärts. Wenn ihr dann beim Dreierwalzer angekommen seid, ist es sehr wichtig, dass ihr wieder die Körperspannung habt, Bauch fest, Pops fest, Arme fest und auch wieder auf die Kniearbeit achtet, das heißt hoch und runter gehen. Dreierwalzer schiebt man sich vorwärts ab, dreht wie beim Dreier, setzt ab, hüftbreit und schiebt sich in den Auslauf. Und das Ganze geht dann wieder von vorne los im Kreis. Wieder mit links anfangen, abschieben, Dreier, absetzen, wegschieben. Hopp, hopp, hopp. Das Ganze kann man dann ganz geschmeidig machen. Immer schön ziehen, ziehen, sozusagen. Und natürlich auch andersrum und achtet darauf, wenn ihr dreht, also direkt in der Drehung von vorwärts auf rückwärts, macht ihr euch etwas leichter, also geht aus dem Knie heraus. Und wenn ihr im Knie seid, dann schiebt ihr euch ab, beziehungsweise kommt dann wieder rückwärts an, also im Knie. Rausgehen, leicht machen, wieder rein ins Knie setzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Schaut auch unten, habe ich im Text noch ganz viele Tipps dazu geschrieben. Und ja, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich drüber und auch einen Daumen hoch. Und bis bald.